So, ein herzliches Willkommen zu LS22 hier auf der Map Elm Creek bei Farmer Storybook. Tja, der Funk ist immer noch ein bisschen hier rumlecken. Ach, ist der Fuchsbock schon wieder zurück? Ja, nee. Sieht so aus. Moin! Moin, oh, ja, der Fuchsbock. Jo, Tag, Tag. Der Fuchsbock. Moment, muss mal aussteigen, muss mal mit den quatschen. Ja, Flo, ich bin gleich wieder da. Ja, oh. Der Fuchsbock. Oh. Ja. Sie sollen auch da nicht das dagegen fahren. Das Ding hat eine Kurvenlage. Das Ding ja, hat eine Kurvenlage. Das glaube ich, da brauchen sie ein Wendekreuz von LKW. Aber jetzt aber Markus. Also, ja? Wir hatten also hier gerade ein bisschen... Wir haben hier ein bisschen gerade Ärger im Chat. Ich kenne mich gar nicht nebenbei. Oh, was ist denn da los? Ja, das erzähl mir ihn ein anderes Mal, ey. Also Leute, die sich hier schon wieder ankreiden, die anderen Leute, weißt du, die wo gar nichts kapieren, ey. Ja gut. Herr Fuchsbaum, wir haben es jetzt so gemacht. Steig, kommst du da mal mit? Muss ich mal. Ja, ich muss mal schnell den Drescher zur Seite fahren. Sie hören es. Ja, machen wir das. Boah, das Ding, eine Kurvenlage, heilige Mutter Maria, oh. Herr Fuchsbach, wir haben Sie schon vermisst. Jawohl, wir sind in die Toilette gefallen. Hat man gemerkt, anscheinend. Das war aber eine halbe stündige Stadtratssitzung, wie ich sehe, hä? Ja, ja. Hatten Sie wenigstens Erfolg bei der Stadtratssitzung? Aber so weit von. Die Tanksäule ist erlaubt. Die Tanksäule auch. Ich hätte noch ein paar Sachen. Und zwar, ja, wir haben jetzt. Ich bräuchte dann noch. Da gibt es hier in den neuen Baukatalog gibt's hier diese Nachfülltanks. Für Saatgut, Dünger und Flüssigdünger. Die Sachen. Sowas hätte ich noch gerne am Hof gehabt. Ist denn das in Ordnung so? Ja, das geht ja. Jo, und dann hatte ich noch eine Sache gemacht. Wir hatten von unserem Lohnunternehmen den Schneidwerkswagen genommen, haben hier das Schneidwerk hingefahren, separat. Jo, passt. Haben uns zwei Fahrzeuge, letztes hat man noch geholfen, den haben wir hier vorne und hinten abgesichert und haben hier den Drescher hingefahren, weil ich nicht gewusst habe, ob der jetzt dann offiziell angemeldet ist oder nicht. Ja, das und der Markus hat da ja, wobei die große Maschine da hinten auch nicht, aber wir waren ja mit Escort unterwegs, deswegen geht das Ganze wieder. Jo. Tja, und dann hätte ich noch eine Sache. Wir haben jetzt ein Problem, weil der Händler hat jetzt keine Lizenz mehr. Richtig. So, wer verkauft uns jetzt was? Gute Frage, das weiß ich nicht. Weil ich bräuchte für den Radlader, bräuchte ich auf alle Fälle noch eine Schaufel. Ich bräuchte noch einen anderen Schneidwerkswagen, bräuchte noch das große Maisgebiss. Bräuchte noch für den Hof ein paar Sachen und da steht jetzt alles. Könnte ich kaufen. Ich kenne da jemanden, der könnte einmal einspringen von der Woche. Ja. Aber oder das wäre so, der? Ja, obwohl. Ja, eher 3 Tage. Mhm. Das ist mein alter Kumpel aus Nordwest-Uganda. Machen Sie mal kurz, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, dann muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Lassen Sie mich mal kurz gucken. Das ist Mokoko Bakima Manikoki Lekaka. So, und den kann ich gern abholen. Der kann den hier gern mal in den Laden schmeißen, für heute auf jeden Fall. Der wohnt hier gleich um die Ecke. Wieso? Ich habe doch öfters mal die Vertretung, die Birgit ausgeholfen, beziehungsweise, Birgit. Na, ihr könnt ihr für heute Mokoko anbieten und dann könnt ihr mit der Birgit nochmal weiteres absprechen, ne? Ja, weil, wie gesagt, der, immer wenn der Dings, der eigentliche Händler nicht da war, angeblich mal wieder Geschäftsreise, ich weiß nicht, wo der mal seine Geschäfte macht, da war es dann so, dass dann die Birgit eingesprungen ist und dann immer mehr hier, die hat auch Connections und so weiter, die hat dann auch Zeug bestellt und hat das dann so gut es geht halt eben vertreten und geleitet. Ja, alles gut, das können wir machen. Pass auf, mal auf, ich schicke Ihnen jetzt mal den Mokoko vorbei, aber ich muss den jetzt auf meinen Flug bekommen, nämlich nach Deutschland. Mhm.
Deswegen, ja, ne? Ich werde ihm mal ja. den Mokoko vorbeischicken. Grüßen Sie uns die Heimat, ja? Mache ich, auf jeden Fall. Dann Ihnen auch schön gutes Gelingen, ne? Vielleicht können wir ja mal über Facebook in Kontakt bleiben. Über Facebook. Facebook. Facebook? Facebook, ach, Gesichtsbuch. Ich blick da eh nicht mehr durch. Hat eines Facebook, andere Instagram, dann WhatsApp, ja. Twitter. Okay. Okay. Sagen Sie es einfach wie von dem Bauchredner, die eine Puppe da, Facebook. Facebook, ja. Hab ich drauf. Okay, dann schicke ich ihn mal Koko vorbei. Ne? Dann wünsche ich Ihnen auch gutes Gelingen, ne? Also, rein! Tschüss! Pass auf! Ich kann sein, ich bin zu alt dafür. Tschüss! Jo, tschüss! Oh Gott! Markus! Du warst den! Ja, hier. Du warst immer. Hab ich jetzt gehört, da ich guck umzu. Ja, ich bin ja gleich da. Was meinst du, Flo? Endlich ist der Fußbach fort. So der wie Fuchsbach. Der Markus den genannt hat. Der Fußbach. Der Typ heißt der Fuchsbach, Markus. Aber auch nix. Markus, wächst du zuvor? Ach, weißt du was? Vor du im Drehschau, ich lauf schon wieder zuvor. Fuchsbach, Fußbach, Fischbach, ist mir doch egal. Ich lauf einmal jetzt vor. Flo, du stehst auch mit dem Fahrzeug dort, gell? Markus, andere. Markus, stopp, andere Sache. Du bist doch mit dem Traktor da. Genau um das Feld geht's. Oh, Vorsicht, Alec, war das knapp. Warte mal, das gehört. Das gehört uns. Halt, da haben wir Hafer drauf? Ja. Ist da Hafer drauf? Da ist Malte, tatsächlich Hafer drauf. Ach, wir haben das doch noch angebaut. Malte. Mhm. 56. Jetzt, Malte. Pass auf, muss benötigt. Oh je. Der macht schon wieder Siesta, ey. Wir können da jetzt noch eins da, wir können da noch drüber spritzen damit. Martin. Ja. Hier. Und der Manuel und was soll ich so? Was soll ich nur mit Malte machen? Der hat jetzt zwei Bahnen gefahren, jetzt macht er schon wieder Siesta. Ja, du frag mir was leichtes. Mach du mit dem, was du meinst. Wo ist denn jetzt der Markus schon wieder? Hallo, das ist auch nur ein Traktor mit Zeg. Unterer. Oh. Da unten? Ich glaube, ich bin. Guckt mal auf, das wer weiter ist. So, ich bin wieder da. Ich war kurz weg. Ja, da kannst du kein Maul voll sagen, oder? Wie? Sorry, ich war unten. Ich hatte das Headset nicht dabei. Ja, aber da kann man doch was sagen, dass du kurz weg bist. Ich hab doch gesagt, ich bin kurz weg. Wir haben nichts gehört. Ah, jetzt wird's lustig. Oh, jetzt wird's lustig. Nein, jetzt wird's lustig. Sehen wir beide drin. Ja. Oh. Markus, wo steht da noch ein Traktor für uns? Wo? Da unten, schau mal da. Look. Da gehst du wieder. Zack. Ach du grüne Neue, der mit der Bolzen. Ich habe mich vorhin gefragt, ob Bolzen ist. Ja, genau, da. Oh, leck. Oh, leck. Den haben wir total. Ja, da seht ihr, was ich gesucht habe. Nicht einmal mit zum Walz bin ich gekommen. Ja. Markus, und zwar. Ich habe vorhin schon ein JCP vermisst. Ja. Ha, was dreimal jetzt? Ich fahre jetzt an den JCP einmal zurück. Ja. Du fährst mit deinem Traktor zurück. Zug, ja, mit dem Cooper. Genau. Und dann besprechen wir uns vorne weiter. Ich muss einmal schauen, bis da mal einer vom Händler kommt. Dabei lassen wir den Rest schon mal schnell stehen. Jawohl, den habe ich gefunden. Ja, Gott sei Dank, weil ich habe schon vermisst. Ich wollte schon Stadtverwaltung sagen, dass nichts mehr da ist. Nein, er ist da. Hallo. Hey! Oh Gott! Martin! Alvo schreibt doch mir Hallo! Hallo! Ach, da kommt er noch!
Hallo. Ah, ich weiß nicht, das da vorne. Ey, wer ist denn das? Ach, das ist dir. Ah, Markus, ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist die Vertretung, wo der Herr Fuchs macht. Guten Tag. Mein Name, Mokoko Bagima Manikukilikaka. Achso, Monoko, genau. Ich vertreten? Ja, genau, hat der Herr Fuchsbach was gesagt, ja. Ich vertreten. Alles klar. Also, Mokoko war das, ja? Mokoko. Okay, also Mokoko, wir bräuchten ein paar Sachen für unser Lohnunternehmen. Okay. Ich bräuchte noch harte Schneidwerk, große. Große Schnippel. Schnippstab? Ja, für Maisschnippstab. Schnippstab, okay. Ja. Wir bräuchten dann noch diese Schneidwerkswagen dazu. Große, harte. Wagen zum Raupacken? Zum Draufpacken, jawohl. Schnapp, Raupack, okay. Genau. Wir bräuchten dann noch eine große Schaufel für Radlader. Gute Schaufel, okay. Schaufel, die kennen aus Heimat. Ja, und diese große Schaufel, bitte größer. Die kommen auch ganz weit weg, Nordwest-Uganda, du musst ja wissen. Die kommen ganz weit weg. Ich gefahren hier mit Schlauchboot. So? Mit Schlauchboot und meine 37 Cousins und 34 Brüder. Ja, Moment mal, ich muss mal kurz durchfunken. Hallo? Ja, bitte? Jetzt musst du mal schauen beim Händler. Hallo? Haben Sie vielleicht gerade was zum Unterschreiben? Bis gleich. Haben Sie vielleicht irgendwas, was ich unterschreiben kann, damit ich Sachen legal kaufen kann und legal bestellen kann? Ich weiß nicht, hat mit dem Herr Fuchsbach nicht was ausgemacht? Haben Sie Zettel? Ich hab nichts, müssen Sie mal im Büro gucken, ob da der Fuchsbach was drin lassen hat. Unterschreiben, dass ich kaufen kann legal Fahrzeug? Auf einen Zettel? Ach so, Sie meinen hier Dings? Moment. Ja, brauchen Zettel. So, ich glaube, jetzt hat der Herr Fuchsbach. Okay, ja, dann lass mich unterschreiben. Oh. Okay. Weil wir brauchen dann. Okay. Ich muss mal schnell zur Kollege durchfunken. Hallo? Ja, bitte. Du, wenn's was brauchst vom Shop, diese Vertretung ist da. Verstanden, aber ich muss jetzt hier erstmal selber gucken, dass ich den ganzen Spaß koordiniert an der koordiniert kriege an der 57. Ja, ich habe nämlich bald nichts mehr zu tun. Dann wollte ich fragen, ob wir dann vielleicht mal nochmal Hayabubu machen könnten. Du, ich muss bei mir erst einmal anbauen, dann könntest du bei mir helfen. Ja, dann würde ich mit einem Kollegen dann zu dir kommen. Wenn nicht schlecht, aber den vom Shop musst du dir mal geben, dann muss man vorbeifahren kurz. Okay, du jetzt gehen, okay, ich bestelle Sachen. Ja, bestelle du Sachen, okay, ich lasse dabei schnell Dresche stehen. Kurz. Ja, ich bestelle. Okay, ich muss Traktor nach Hause fahren. Moment mal, Mokoko. Hallo? Ja. Die Sachen hier, die wo hier stehen, das da, das große Teil. Und der Drescher. Diese wurden von Herrn Fuchsbach konfisziert. Den musst du verkaufen wahrscheinlich. Kann ich machen. Gar kein Problem. Jo. Okay. Ach, hier hinten den großen Traktor auch. Ja, mach ich doch auch gut. Machen gut. Hallo, ich kann Ihnen helfen. Hallo. Ja, ich wollte mal gucken. Ein Kollege von mir hier, der Martin, hat gerade durch. Der hat gerade durchgefunkt, dass sie die Vertretung jetzt sind. Ich vertreten. Vom Fahrzeughändler. Da wollte ich mich schon einfach mal vorstellen gehen. Guten Tag. Mein Name ist Mokoko Bakima Manikokilikoka. Darf ich einfach Bakimba sagen? Sie können sagen Bakimba, Sie können sagen Mokoko, Sie können sagen Manikokilikaka, Sie können sagen Friedtreiber, Sie können sagen Sklave, Sie können sagen alles. Nee, ich möchte Sie nicht beleidigen oder so, aber ich bleib dann einfach bei Mokoko oder bei Bakimba. Okay. Bin ja, das Simba ist so einfach. Okay. Ja, was brauchen?
Sage mir jetzt, ich kaufe mir nicht bestellen, die kommen morgen wieder. Aktuell brauche ich nichts, ich wollte mich die Sache mal vorstellen. Okay. Damit wir uns auch mal gesehen haben. Guten Tag, mein Name ist Mukoko Bakimba Maniko Kilikaka. Kommen aus West-Uganda. Nordwest-Uganda. Nordwest-Süd-Uganda. Und wie sind Sie, darf ich dann fragen, wie Sie nach in die USA gekommen sind? Mit Schlauchboot und meine Brüder. Ja, bitte mal. Ich habe gesehen, du stehst gerade noch beim Händler. Ich hätte noch was gebraucht. Könntest du mir jetzt noch einen Auftrag geben? Ja, sicher, wenn du mir das durchgibst. Du, ich bräuchte noch einen kleinen Traktor, beziehungsweise den Mack Cormac ist unter Mittelklasse-Traktor drin. Bräuchte dazu einen Stoll-Frontlader dazu. Und bräuchte diese Schaufel mit dem Häckselfunktion für Zuckerrüben. Wäre sehr dringend, wenn er das noch heute noch machen könnte, wäre ich ihm dankbar. Haben wir das soweit gehört? Ich habe ihn gehört, ja. Schraubentechnik für Weinschrauben. Der hat das soweit verstanden, der würde das jetzt gleich bestellen. Flo? Alles klar, komm jetzt los vor. Ja, bitte. Es wäre ganz sinnvoll, wenn du für meinen Trecker ein Frontgewicht mitbestellen würdest. Das entscheidest du. Jo. Brauchst du es dringend, oder? Also wenn es noch schwerer wird als die Seemaschine, dann brauche ich es auf jeden Fall. Servus, du, fahr mir mal schnell zum Shop, für den Max. Wo ist das Auto überhaupt, die Bagel? Ach doch. Fahr mir mal dann zum geht Shop, er nämlich vorne hoch. Und dann fährst du wieder zurück damit. Könntest du noch für mich ein Frontgewicht kaufen, beziehungsweise bestellen. Ich da hinten nochmal, steckst du hinten? Ich hab nur eins hinten, ich kann herholen. Jetzt bist du Front. Von welcher Marke denn? Aber die steck ich hinten. Ich habe, gute Gewicht hinten von Klass. Wie viel Kilo haben die denn? Komm, guck, ich zeige. Guck hier vorne, ich habe ein gutes Gewicht. Gute Größe. Ja. Haben ein Gewicht 600 von, Kilo. Von 6 Afrikanern. 6 können Afrikaner? Können bezahlen mit Esel oder mit Kuh oder mit Kamel. Nee, mein Freund, wir bezahlen hier definitiv mit Dollar, nicht keine Tauschgeschäfte, das machen wir können, nicht. Können auch geben Waffen, gar kein Problem habe ich. Naja, Waffen haben naja, Waffen mit. Ist jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob sie die Lizenz zum Waffenverkauf haben. Die Kabel in die Bauch. Ach so, okay. Die können gleich mit. Nehmen wir mit. Okay. Ja, dann würde ich mal gerade durch. Malte? Ja? Kommst du mal gerade zum, zum Händler rübergefahren und bring bitte den Traktor mit. Ja, ich komme gleich. Ich muss dann wieso noch Saatgut und Dünger auftanken. Oder? Oh Gottchen, was ist das für ein Ding? Ach Gottchen, wer hat denn das beschafft? Flo, wird das deiner oder wie? Nee. Meiner wird das garantiert nicht. Also ich hab mir den nicht gekauft. Was hat denn jetzt damit vor? Okay, guck den Kamel Trapper kommen her. Die in Brown Blau kommen her. Das ist ihr Traktor. Wir haben Front Trauben. Nee. Gute Größe. Nee. Verkehr bestellt! Nein! Das habe ich nicht bestellt! Ich habe gesagt,
Traktor? Nein, Trauben. Ich hab gesagt Trauben. Nein, nichts Trauben. Martin. Ja. Martin, ich geh bei Birgit, ich sag der Bescheid, die soll nochmal anfangen, ne? Ja, mach mal, geh mal zu der Birgit drüber. Ach du liebe Güte, der will mich doch verkohlen, ne? Ich glaube, du gehst mal auch zu Birgit und lässt dich mal beraten, wie das funktioniert. Was, Birgit? Nicht Birgit, ich habe einen Birgit. Ich kann einen verkaufen, Birgit, ich kann einen suchen, Birgit. Machen 5 Kamele. Ich will alle, Wiki. Ey, Flo. Da ist ihr Traktor, kann man den gleich mitnehmen. Steig ihn ein, nehmen wir mit. Nein, es ist verkehrt, der Traktor, werde ich nicht nehmen. Ich will zu mitkommen, ich habe gehört, Trouble? Ja, Ich will da, damit, wir haben in Nordwest-Süd-Uganda haben ganz große Felder mit bewirtschaftet. Ja, super, ey. Ja, wenn ihr das da drüben macht, dann ist es gut, dann nimmst du den gleich wieder mit. Vorne, ich wollte direkt hier vorne. Gucken. Egal, ich bin vorne. Gehen wir mal gucken, ob die gute zu Hause ist. Okay, komm mal mit, zeig mir einen Katalog, wo kaufen, was kaufen. Zeig mir einen Katalog. Ja, ich zeige dir einen Katalog. Mittelgroße Traktore. Mittelgroße Traktoren. Mittelgroße Traktor McCormick X7 VT Drive. Hör mal, Birgit, okay. Könntest du so schnell wie möglich wieder beim Händler anfangen? Der eigentliche Fahrzeughändler ist enteignet worden und wir bräuchten hier dringend jemanden, der auch unsere Sprache versteht, weil die aktuelle Aushilfe, naja. Auf Frontlader, okay, warte kurz. Die haben gesagt Frontlader. Okay. Warte, kommt gleich, okay. Gut. Ich bestell schnell selber über die App. Ich kann nicht mehr mit den Dutschen. Ja, von lauter Lachen. Ja. Mit dem Fahrzeug rennen mit den neuen. Ja, glaubst du, ich nicht? Ja. Okay, ich mache mich auf Weg nach Uganda. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt wieder zurück. Ja? Birgit hat ja gesagt, die wird wieder für uns mitmachen. Ja, große Kran. Gott. Was hat denn da der... ich will den wieder mal sehen, den Fuchsbau. Oh. Ach, Scheiße. Oh, Scheiße, ist das der Flo. Achtung, der kommt zurück! Oh! Na, Markus! Oh. Ah, schnell weg! Oh no! Nein! Er kommt wieder! Nee! Ich weiß nicht, wie ich mehr kann! Nee! Was sind das für welche Leute, die wohl nicht einmal kapieren, was ein einfacher Traktor ist, ey? Was hat uns da der Fuchsbach für eingeschickt, ey? Ja, ich weiß nicht. Oh Gott, ey. Nee. Hilfe! Ich habe gelernt, bitte helfen! Ich hab ihn gelernt. Was wird denn da wieder los sein? Ich muss da mal gucken. Wegen vielen Leute haben wir den doch bekommen, Flo. Mein Papa hat mir beigebracht im Kindergarten. Hier oben, Martin. Hey, Martin! Was denn? Ich komme mal zum Händler. Ich komme voll zu. Ich bin da, ich war im Büro, was ist denn los schon wieder? Bitte helfen mir, ich nicht wissen, wie ich da bin. Da alles klar, komm, voll da, schau mal da hin. Warte mal, ich mach den Motor kaputt. Ja? Zack. Ja. Gott. Ja. Oh Gott, was haben wir da für einen bekommen? Oh Mann, Leute, Hilfe! Was haben wir jetzt denn da? Markus! Ich steige in den Detail. Weißt du, was wir uns hier manchmal antun müssen? Oh Mann, ey!
geh doch echt auf kein Kuhhaut mehr. Ach, ich kann nicht mehr. Ja, ich auch nicht mehr. Oh, ey, so? Ja. Ich bin abzumuss bei mir wieder auswandert. Ey, du pass ihn auf, du hast ein Auto weggeschubbelt. Ey, pass ihn auf, du mein Idiot, du mein Bauernteufel, pass ihn auf. Ja, ich mach den alles kaputt. Ich will schauen, ob wir bald wieder umziehen müssen. Ja. Ey, Monte, sag mal, hörst du einen Vogel? Ich glaube in Angst. Hallo? Du bist eine Stange, gell? Das ist doch nur eine kleine Beule, die mal ich dir wieder aus. Ja, das kostet dich eine Stange, nur dass du nur zur Info. Ich werde gleich mal den Chef melden. Das zahlst du, ne? Das zahlst du, ne? Nicht ich, das zahlst du. Oh Mann, aber Leute, ich sehe, wir sind über der Zeit schon längst drüber. Nee, sind wir nicht drüber. Schmarrn, wir haben erst gestartet vor 7 Minuten. Nee, Leute, wir sind nicht drüber. Mann. Oder Hilfe! Hilfe, ich geh da wieder! Hilfe! Martin. Markus, fahr mal du mit dem Fahrzeug zurück. Ja, Martin. Ich fahr jetzt. Hilfe! Ja. Kann ich nicht einfach wieder nach Hause gehen und mich einfach ins Bett legen? Und diesen Tag vergessen? Ja, ich glaube, das ist geschickter. Geh mal auf Zeit und der Markus will auspacken. Gehen wir mal schlafen. Also ich würde mal sagen, der Typ hier kam wieder nach Uganda zurück. Ja. Uganda, ich gehe in Uganda. Ich habe mit Angst vor Uganda. Ich werde den gesucht in Uganda. Na super. Oh, wenn ich komme zurück ohne Geld, mein Papa schlage mich auf Popo und ich nehme mich im Popo. Mein Papa, wenn ich kein Geld, bringe mich nach Hause. Mein Papa schlage mich. Was vermisse ich heute eigentlich einmal an Lenny? Welches Gewicht meinst du, Flo? Malte, schwarze. Ich hab noch keins gekauft. Das ist jetzt, das hab ich noch nicht mal gekauft, das gehört noch nicht mal uns, noch nicht angucken. Okay. Ich hab ich möchte nach Hause alleine. Ich hab eine große Angst. Tja, da können aber wir nicht viel machen. Nee. Das muss der Fuchsbock klären, unbedingt. Ey, ich glaube, ich rufe mal den Fuchsbock an, ne? Ja, rufen wir mal an. Anrufen. Ja, jetzt habe ich keinen Ton drauf, keinen Rufton. Hat jemand einen Rufton schnell? Nee, du müsstest ja gerade mal schnell irgendeinen Rufton oder irgendwie gerade mal leiten lassen, dass man die quasi als Fuchsbach erreichen kann. Wenn nicht ruf, ja, genau. Hallo, Herr Fuchsbach? Ja, was geht? Ja, sagen Sie mal, was hat Hawaii, Sie? Nicht Hawaii, ich meine Deutschland. Ich bin nicht auf Hawaii. Nein, wir kommen auf Hawaii. Nein, ich bin in Deutschland. Sagen Sie mal, was haben Sie da für einen Typen angeschleppt? Was ist denn das für ein Trottel? Das ist ein guter Mann, das ist ein richtig guter Mann. Der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Verkauft das verkehrte Fahrzeuge? Der ist richtig, der ist gut. Ey, ich hätte einen anderen Vorschlag. Ich hätte einen anderen Vorschlag an Sie. Okay. Der Herr Fischer müsste bald wieder zurück sein, unser Forstbetrieb oben. Können Sie nicht die Geschäfte momentan dem übergeben? Naja, ich hab da gehört, ihr habt da so eine Birgit, oder? Ja, die Birgit, die macht es jetzt gerade mal schnell so ausstellen, aber ich glaube, der Herr Fischer wäre da recht gut. Der hat nur den Forstbetrieb oben, geben Sie halt dem die Geschäfte weiter. Ja, das überlege ich mir nochmal. Ja, okay. Ja? Aber den einen können Sie wieder weiterschicken, der taugt nichts. Mann, der arme Mokoko. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr den nach Hause schickt? Ja, keine Ahnung. Der wird geschlagen auf einem ganz anderen Niveau. Tja, es hilft aber nicht. Wir können mit dem nichts anfangen. Ich sag zu ihm, er soll bitte ein McCormick bestellen mit Frontlader und so eine Häckselschaufel für Zuckerrüben. Was bestellt der? Ein Rigi-Truck? Ja. Fährt damit kreuz und quer? kennt sich mit dem Teil nicht aus? Kommt nicht mehr raus aus dem Teil?
Was ist mit dem? Was läuft mit dem verkehrt, bitte? Der kommt aus Nordwest-Uganda, ne? Da kann man nichts gegen machen, ne? Ja, aber so einen können wir hier nicht brauchen. Tut mir leid. Ja. Also bitte, schicken Sie uns Malte, vielleicht den Herrn Fischer wieder vorbei. Oder was ist mit der Birgit? Soll ich euch die Birgit nochmal vorbeischicken, oder was? Nee, die Birgit hat das jetzt aber nebenbei geregelt. Die macht ja Online-Shopping gerade, habe ich gesehen. Ja, weil es nicht anders läuft, weil der andere alles Verkehr versteht. Ja. Die Sachen stehen hier noch rum, die wo sie konfisziert haben, die wo verkauft werden sollten, das ist alles noch da. Ich würde sagen, Sie geben das mal bitte an Herrn Fischer über. Ja, mache ich. Unser Forstbetrieb. Okay, bis dann. Jawohl. Ich verbreche. Hallo, ich kann gehen nach Hause. Ja, du kannst nach Hause gehen, das ist nichts. Ja, na, wenn du gerne komme, nicht mehr haben im Dezember, ich habe einen Dauerwinter, Dauersommer, ich komme. Sag mal, was ist denn das für einer, ey? Der taugt ja gar nicht. Bin ich, wo das der Fort ist. Oh Mann, was ist denn das für einer? Flo, andere Sache. Ja. Hättet ihr kurz mal 5 Minuten Zeit für eine kleine Vorführung? Wenn du uns noch gerade hier das Gewicht ankuppeln lässt, weil das hier gehört jetzt uns. Ja, kannst du. Ah, die Birgit hat mir gesagt, hier, da kann ich schaden. Endlich normale schon, Leute. Ich fahr schon mal zum Hof vor. Oh, der Markus müsste eh vorne sein. Nein, bitte. Ich muss doch noch einmal den noch einmal anschauen. Wen? Was der? Der ist schon weg. Ja. Ah, großer Gorn. Den hast du verpasst, Markus. Ja. Markus, lauf mal zum Hof vor, wir treffen uns alle vorn. Vielleicht wird vielleicht ist in der Zwischenzeit der Lenny auch schon da. Ja. Ah, beziehungsweise nimm einen Trischer mit, Mann. Nimm dabei mal einen Trischer mit. Den brauchen wir jetzt dabei nicht, da, weil kriegen wir noch nichts, solange der Ding nicht da ist. Warte, ich sicher einmal ab ein wenig. Obacht, der Malte kommt. Oh, ich hab'n 10. Oh nee. Das muss er an mir verbrochen. Sag mal, Malte, beim nächsten Mal fährst du hier langsamer rein. Dass das klar ist. Markus? Ja? Was war denn das jetzt für ein Depp, he? Von Uganda schicken sie uns einen. Ja, weiß ich auch nicht. Nee. Ein großer Kram ist ein Kram, ey. Ein großer Kram. Ja, ich weiß nicht. Also, so eine Leute können wir wirklich nicht brauchen. Nee. Markus? Ja? Und dann streich er bitte in die große Halle. Mhm. Ich fahr nochmal da rein. Gibt's noch eine Vorführung? Oh nee. Ah, großer Garn ist der Lene wieder. Der Lene da. Ah, großer Garn, hey. Ma. Boah, großer Garn. Moment einmal. Mal mir vorlaufen. Was geht, Jungs? What's up? Ja, Lenny, was geht? Frisch aus dem Skiurlaub, ohne gebrochenes Bein. Es ist ein Träumchen. Ist ein Träumchen. Ja, das ist schön. Ja, ich hab gehört, hier war Mokoko ja. Shakimba? Ja, Schakoko. Ist Trappikoko, Schokoladekoko? Und der Fuchsbach war da, ja? Fuchsbach? Oh Gott, der alte Ziegenhorst. Die alte Ziege. Hey, weißt du, was ich da sag? Der hat einen Händler da unten seinen neuen Standort dicht gemacht. Ehrlich? Ja. Den ganz großen Fernsehteil hat er beschlagnahmt, den Drescher hat er beschlagnahmt. Der hat den ganz großen Überlader beschlagnahmt. Weiß nicht, was noch alles kommt. Wir müssen dann wahrscheinlich noch einiges wegschleppen dann später.
Aber ich glaube, das gibt uns doch dann Bescheid. Der musste los nach Deutschland, hat er gemeint. Aber ich glaube, dass der also auf Hawaii ist. Okay. Weil er hat sich verplappert, er ist auf dem Weg nach Hawaii, hat er gemeint. Soll er machen, so, was er meint. Gott sei Dank, ja, da haben wir wenigstens mal Ruhe in der Stadt. Ja. Hä, aber diese Mokoko Dingsbums Calibra, keine Ahnung. Dieser Typ, ey. Typ. Sag, weißt du, was ich zu ihm sage? Ich habe da vorne hier den McCormick bestellt vorne, ja? Mit Überlader. nicht Überlader, mit Frontschaufel. Mit Stollanbaugerät quasi hier, sagen wir es halt, Frontlader. Weil ich jetzt dann schnell für euch eine kleine Vorführung mache, deswegen sind auch alle da. Gut, dass du da bist, kannst du auch mal wahrscheinlich was mit anschauen. Ja, gerne. Ja, ich sag das, der Typ, weißt du, was der bestellt? Ein Rigi-Track und ein Schneidwerk für Weintrauben. Geil. Ja. Ich weiß nicht, das ist ein Typ gewesen. Ne? Nee, also. Nee. Oh, nee, nee. Oh, der hat mir fast zu. Sah aber schick aus, das Ding. Ja, zusammengefahren. Ja, nee, schön, ich bin wieder hier, ich komme frisch aus den Alpen. Ja, gut, ja. Dann bist du wieder da, Leni. Gott sei Dank bist du da. Bisschen, Ski und Snowboard gefahren. Du, weißt du gerade da bist, Leni? Ja. Weißt du gerade da bist? Der Herr Fuchsbach hat was gemeint gehabt. Oh, der Baum müsste hier vielleicht eventuell, keine Ahnung, er sollte irgendwie eine Beleuchtung kriegen oder was, weil der schon im Luftraum ist, so groß ist der. Okay. Meint sie der, aber ich glaube, da kann man nichts machen. Aber sehe ich da wirklich? Ja, der Leni. Leni, altes Haus. Flomet, komm, lass ihn mal drücken, Digga. Lass mich bitte zugelegt, wieder, ne? Alleine. Muss ich, entweder das oder ich werd bekloppt. Bei dir, dem Mitarbeiter, bei dem komischen Eritrea, Uganda, keine Ahnung, wo der Herr Schokolikaka oder was? Oder, ja. Hier der komische Fuchsbach, der auch da die ganze Zeit eine Scheiße macht. Apropos ja. Fuchsbach, du hat dich der erreicht, der Fuchsbach? Mich? Ja. Ja, ich bin extra zurückgeflogen. Ja, du sollst nämlich den Fahrzeughandel vorübergehend übernehmen. Ach so, oh Gott. Weil ja, dieser eine Typ da nichts taugt, da weißt dieser Mokoko irgendwas. Gott, das. Okay. Ja. Keine Ahnung. Vergiss einfach den Typen. Pass mal auf. Nicht nur Fuchsbach der Verbrecher, sondern auch der Mokoko. Ich muss noch mal kurz mit der Behörde klären, dass ich noch mal meine Rechte bekomme wieder. Weil ich meinen Pass verloren habe. Müsstest du jetzt haben. Und genau, ja, perfekt. Und dann hole ich gleich mal ein Fahrzeug und dann gucke ich mir das mal oben an. Ne? Ja, guck das mal an. Malte? Ja? Ich glaube, du hast ihm noch was zu beichten. Ja. Wieso? Hä? Ja. Ich weiß was. Leute? Hoch? Das erfahren wir in der nächsten YouTube-Folge. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und Ciao und danke fürs Vorbeischauen. Heute ist wieder ein bisschen lustig. Es muss auch mal lustig sein.